So, wir haben Südküste, Regen, wieder ein neuner Gefecht, Top Tier. Sieht ganz gut aus, keine Arti, das ist schon mal sehr schön. So, bin im Skoda unterwegs und der Tschechen-Benz sozusagen. Kann mir jetzt erstmal kurz hier hinstellen und vielleicht warten, dass irgendwer kommt. Ja, haben wir schon eine Badget AP. Ah, Glück gehabt, die Badget. Den Schuss auch nicht getroffen. Schlecht geaimt. Ich gleich wieder ein Reload. Meine Mannschaft hier auch noch nicht so stark. Ich weiß nicht, ob ich gespottet war. Ich habe 6er Sinn hier noch nicht drauf. Was ich euch halt empfehlen kann, ist bei dem Skoda wirklich, baut die Optiken ein. Also ich spiele mit Optik, Stabi und Lüftung. Weil die Tschechen, die haben so eine Scout-Reichweite, das merke ich bei meinem TVP. Das ist einfach nur okay. Da oben Typ 61, da kriegen wir kein Feuer ran. Das ist die Badget jetzt hier wieder. Die Badget sehr aggressiv. Gepennt, den ersten Schuss. Den Schuss auch nicht angebracht. Nein, das ist gut. Da steht irgendwo dahinter. Der Typ. Das ist gut, das sag ich schon. Oh, jetzt kommt ein IS-3 dort aggressiv vor, der sich das gut überlegt hat. Ja, hat er. Er fängt den Schuss einfach mit dem Arsch ab. Lässt er sich zurückfallen. Sieht nicht so aus. Oh, jetzt kommen sie mit dem VKB noch vor. Typ 61 jetzt getroffen, gespottet. Wo soll man hier Spotting schaden? Oh, jetzt sind wir auch gespottet. Ey, jetzt muss man aufpassen. Laut. Mal kurz vorne bleiben, vielleicht die Spots bringen so. Ah, TVP steht gut, er deckt den T75 den Arsch. Hier ist 3 und Dings stehen auch safe. Und jetzt den TVP. 1. Ah, okay, der Schuss blieb im Gebäude hängen, das war jetzt auch nicht so schön. Safe 75, aber der steht zu angewinkelt, glaube ich. Das wird nichts. Ja, jetzt bleibt er natürlich stehen, wenn ich abdrücke. So wieder schlecht geaimt gerade. Wieder zu nervös hier, die Schüsse rauszubringen. VKP steht auch immer noch hinten. Ja, Tiger P hinten abgeprallt, kann man machen. Der VKP lässt sich zurückfallen. Können wir vielleicht ein paar Schüsse anbringen? Ja, wieder nur eingepennt. Heute lässt mich das aber auch im Stich hier. Oder? Ironie, aber den sollten sie eigentlich hinkriegen. Jetzt den IS-3 nochmal aufgemacht. Bouncen alle. Okay. Das 3 wahrscheinlich zu heftig. Hat den Schuss versemmelt. Ah, kommt er noch mal vor oder gehe ich jetzt zum Reload? Der IS-3 will es jetzt wissen. Ja, E75 auch nochmal gepinnt. Er hat den Stockturm drauf. Gut zu wissen, aber die drücken jetzt auf der einen Seite durch, das ist nicht so schön. Ne, 75 müssten wir rausbekommen noch. Da habe ich keine Lust, mich so mit dem Frontal dann zu anzulegen. Jetzt die Kanone getroffen. Ja,
jetzt haben wir gerade einen Schuss gebounced. Das war wirklich von Tiger P, glaube ich. Sei es hier da unten. Okay, wir machen den. Schuss fährt auf den S3. Kann halt auch beim Uni nicht helfen, weil wir halt hier auch ziemlich schnell offen sind für der Tiger P. Okay. Mit Stockkanone vor allem, mit Stockkanone wahrscheinlich. Unterwegs noch. Jetzt die Badge AP, die ziemlich frech gepiekt hat. Ja. Das war jetzt einfach auf gut Glück reingehalten mal. Ah, der Tiger P jetzt mutig unten. Kennt uns natürlich auch, aber wir sollten den eigentlich gleich rausklippen können. 1, 2, da ist er raus. Gehen wir direkt wieder Reload. Die S3 steht immer noch. Sekunden zum Nachladen. Ah, das wird eine ziemlich harte Runde. Oh, der IS-3 pusht jetzt. Okay. Keine Lust hat. Oh ne, die ist One-Shot. Auf den Uni wird jetzt für uns auch ziemlich kritisch. Da ist die Badget. Oh, die Badget raus, schönes Ding. Ist mir eigentlich freie Fahrt? Ne, haben wir nicht. Scheiße. Das ist jetzt zu aggressiv. Jetzt haben wir den Uni raus. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir hier nochmal in Deckung kommen. Das war's das für uns. Hier steht noch ein Indien, ziemlich gemein. Ja, haben wir natürlich nicht getroffen. Jetzt haben wir uns schon an OPC leer geschossen. Ziemlich viel getrollt die Gun heute. Oder schlecht game doch teilweise mit. Das war jetzt nicht so unsere Runde. Hier vorne, der ist drei hinten. Der Engine hat geschossen, ich versuche jetzt von hier wegzukommen. Gehen wir den nächsten raus. Funktioniert das hier vielleicht noch in Sicherheit kommen, der Engine verschießt. Sehr gut. Oh, oh. Und der IS-3 verschießt auch. Haben wir ein Glück. Jetzt können wir uns alle Zeit der Welt nehmen. Und direkt wieder ein Reload. Oh, jetzt kommt der E75 und das war's. Scheiße, das war zu aggressiv. Da wollte ich dann zu viel. Können wir nur hoffen, dass das Team das jetzt macht. Sollte die Torte hinkriegen, sehr gut. Noch durch. Also der T30 jetzt auf den Indians sollte eigentlich One-Shot hinkriegen, wenn er eine Attacke hat. Nee, er schießt daneben lieber. Gut, kann man machen. Muss man nicht. Der Mono 3 macht es dann für ihn. Ja, ziemlich viel schlecht geaimt und auch die Kanone nicht da angeschossen, wo sie hintreffen sollte. Trotzdem relativ gutes Ergebnis, würde ich sagen. Also war ganz okay gelaufen jetzt. 3-6 geschossen. 32 Schüsse abgegeben, nur 14 gepennt, ist wirklich schlecht gewesen. Die Runde eigentlich richtig schlecht. Aber ich habe, wie gesagt, auch noch keinen Skill auf dem Panzer. Ich habe die Mannschaft, also den Panzer ist wieder zurückgekauft und eine neue Mannschaft drauf geklatscht. Ja, muss man noch ein wenig vielleicht besser üben, vielleicht anders fahren, dann wäre es vielleicht besser gegangen, aber wollte mich jetzt ja nicht mit dem E75 frontal dort drüben prügeln, nur um den IS-3 vielleicht rauszuklippen. Und die Badget war ja auch noch drin, also war ganz okay die Runde. Ich denke mal, ihr habt da einen guten Einblick drauf bekommen. Also der Panzer hat auf jeden Fall Potenzial, er ist geil. Man muss ihn halt mögen. Aber ich persönlich mag den Tschechenbaum sehr. So, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. So. Wir sind wieder Top Tier.
Neuner Gefecht auf Liberty Falls. Ja, Liberty Falls ist jetzt so eine Sache. Die war ja bis vor kurzem noch nur bis Stufe 8 begrenzt. Jetzt spielt die bis Stufe 10. Finde die Map aber nicht wirklich geeignet für Stufe 9 und 10, weil die wie Minen meiner Meinung nach viel zu klein ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich mit dem Skoda hier mich richtig positionieren kann, um Sneaky dort mal rauszupieken und hier mal Stiche zu setzen, weil du, wie gesagt, direkt im Gesicht des Gegners eigentlich landest. Jetzt mal gucken, dass ich vielleicht einen Spot so über die Mitte direkt mal generieren kann für mein Team. Und da sind doch schon die ersten Gegner. Da haben wir einen Spotter gegen gespottet. Den Bulldog kommen wir aber nicht ran, er spottet uns auch. Ja, logisch halt. Aber dem Spotter macht halt auch niemand was, ne? Jetzt kriege ich ihn nicht mehr auf. Jetzt muss ich zusehen, dass ich dem Team hier oben helfe. Die Achter und so mal wegen ausradieren. Die dürfen gar nicht so weit vorkommen jetzt hier. Sonst sitzen wir ganz schnell in der Sackgasse. So, erstmal mit Auto-Aim den Tiger rausgefischt. Das Uni, was der so aggressiv in der Neuner Lobby gemacht hat. So, dann Tiger 2, ich weiß nicht, am Turm. Ja, unbedingt. Weiß nicht, warum der VKP nicht einfach außenrum fahren kann. Er muss hinter mir lang. Gut, dann werde ich mich jetzt ein wenig hinten platzieren und von dort ein wenig snipen. Weil frontal will ich mit dem Skoda auf jeden Fall nicht in diese Heavies fahren. Dafür ist der Skoda überhaupt nicht ausgelegt. Da haben wir einen mutigen CDC. Jetzt kommt ein Conqueror, eine Torta. Aber die stehen halt alle so wegen safe. Conqueror sehe ich zu wenig. Der CDC konnten wir jetzt rausfischen direkt. Jetzt kommt da noch ein Chariot hier mit. Gespottet. Ich gehe jetzt mal fix in Reload. Den Chariot hier sollte genau so raus. Vielleicht kann man hier unten helfen. VKB. Auch kein einfacher Gegner. Vor allem nicht von Motherland. Ja, VKB steht gut dort. Ich weiß jetzt nicht, was mir hier die ganze Zeit aufmacht, kann eigentlich nur der Bulldog sein. Aber ich mache ihn nicht mehr auf. Was nicht so schön ist. Da ist er. So, erster Schuss daneben, zweiter Schuss daneben, dritter Schuss ins Ziel. Der erste Auto-Aim und der zweite schlecht geaimt von mir, muss ich sagen. Also nicht so geil. Ist der VKP wegen weiter vor. VKP, sorry, den VKP wegen weiter vorgekommen. Jetzt können wir mal gucken, dass wir eben vielleicht hier ein paar verbraten. Rheinmetall, den nehmen wir natürlich auch dankbar mit. Wenn man nicht abprallen würde am Rheinmetall, ist natürlich auch machbar. Sollte man jetzt aber nicht so oft machen. Der Bulldog, weiß nicht. Der hat gedacht, der kann hier einfach lang fahren. Ich bin jetzt natürlich im Reload. Der Bulldog fährt auch einfach weiter hier lang. Jetzt muss ich zusehen, dass ich den rauskriege, bevor der unsere Arti macht. Oder findet. Ja, den natürlich sauber daneben geschossen.
ganz wichtig für die Stats, immer wegen daneben schießen, dass er zu krass wirkt. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir hier unten noch den VKP. VKP schon wieder. VKP. Der jetzt wahrscheinlich hintenrum hochfährt. Jetzt nur noch zwei Schüsse drin. Da mit dem WT. Boah, ich will erstmal den VKP noch ein wenig runterfischen. So, jetzt der WT auch auf mir drauf. Ich bin aber noch im Reload. Das Gute ist, die haben noch ein Stückchen Weg vor sich. Ich weiß jetzt nicht, was die Art hier vorhat. Allerdings. Jawohl, getrackt, nochmal getrackt, nochmal getrackt. Jetzt hat der VKB die Arti rausgenommen. Jetzt kann ich wieder Reload gehen. Uiuiui, das ist ziemlich heikel jetzt gerade. Drüben kann ich nicht helfen, den sehe ich nicht ein. Ich kann ja mal kurz um Hilfe schreien hier, aber ich glaube, das wird auch keinen interessieren. So, hier VKB, na gut, das war jetzt nicht so geil, jetzt muss ich direkt ein Reload gehen und zusehen, dass ich hier wegkomme. Weil mit dem VKB frontal habe ich keine Chance, da sehe ich kein Land. Der wird uns jetzt natürlich jagen wollen, der gute Mann. Aber wir haben Glück, dass wir noch wegkommen, bevor er uns spottet. Und unser Team cappt. Warum cappt ihr denn? Mensch. Ich hätte das hier noch geregelt. Boah, der Stein zieht uns natürlich das Rad weg. Ah, so sinnlos gecappt, die Jungs da drüben. Echt. Die haben so sinnlos gecappt jetzt. Ja, war natürlich jetzt nicht so geil. 3100 nur. 18 Schüsse, 11 penetriert. Ja, dann mag Uni wirklich gestiegen. Jetzt ist jetzt auf jeden Fall noch gedreht, weil der WT wäre jetzt mit einem Clip raus gewesen. Und der VKP, den hätte man notfalls auch totrammen können in dem One-Shot-Bereich, in dem er war. Und wir hatten ja noch gut Struktur auf jeden Fall. Habt auf jeden Fall einen Eindruck bekommen, was der Skoda kann. Er müsste halt viel über die Flanken mitspielen. Er ist ein Unterstützungspanzer, er kann gut spotten, auf jeden Fall auch. Der Reload für einen Autoloader ist auch sehr optimal, würde ich sagen, sogar. Also, ein mega geiler Panzer. Kann ich euch nur empfehlen, die Reihe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.